Hallo und herzlich willkommen zurück zu Failcom Limited, eingetragenes Warnzeichen mit Ray und Litan. Letzte Woche haben wir es vernachlässigt, Warfunder ein wenig, deswegen machen wir gleich mal eine Runde. Drehen eine Runde in der Luft, nein, das wollte ich nicht. Ich suche die Staffel, da ist die Staffel und ich drücke auf Rätig. Und los geht's, yay! Ja. Schauen wir mal. Haben eben schon mal versucht aufzunehmen, aber dann ist was dazwischen gekommen, dann haben wir die Aufnahme abbrechen müssen. Aber wir haben wieder was für die Outtakes. Ja, so ist das leider. Immer dieses Real Life. Ja, furchtbare Erfindung, wer sich den Scheiß ausgedacht hat, ey. Ja, echt mal. Aber wer auch immer die Grafik dort programmiert hat, hat geile Arbeit geleistet. Ohne Scheiß. Ja, das stimmt. Aber Grafik trotzdem, ist gut. Das Gameplay ist Müll und die Quests sind Oberscheiße. Eine meiner Lieblingsmaps. Ja, doch, ja. Ich mag zwar nicht so dieses Hidden Base Konzept irgendwie, aber die Map ist geil. Ja, doch, ja. Ja, doch, ja. Ich habe nur noch Aufnahmen drin von Lucio und der ist gar nicht dabei. Ja, das, ich habe jetzt für euch auch wieder die. Leider, richtig. Ich habe jetzt für euch auch wieder die. Die Spur mit Leucht geschossen. Die Geschosse mit Leuchtspur reingenommen, die Gurte. Weil ich finde, das macht sich in der Aufnahme einfach schöner. Ja, da hast du recht. Meine. Und auch wie man in dem sagen wurden nicht zusammengeschnitten. Hallo, Kinder! Wollt ihr mit uns Liebe machen? Liebe machen! Jedenfalls, ihr seht gerade die geile Grafik und die geile Map durch diesen vielen schönen Nebel. Ja, ich bin. Ich habe immer die Angst, dass ich gegen irgendeinen Berg fliege oder so. Ich weiß nicht, irgendwie macht immer so ein bisschen Angst. Also, ich bin jetzt über die Nebelgrenze drüber. Ach, ist der nicht so hoch oder wie? Ja, doch, wahrscheinlich schon, aber ich habe eine Thunderbolt. Oh, und es sind hier zwei. Schauen wir noch, ob wir was rausholen können. Die wird gerade schon beschossen. Oh, eine B-Fighter. B-109, da hole ich mir erstmal die B-109. Oder ist noch eine Bowfighter? Ui. Ja, dann machst du die 109er, die Bowfighter krall ich mir schon. Kommt eine P-26 noch rein? Was? So, jetzt die Bowfighter, die ist fertig. Wow! Alter! Oh Mann, ey. Das kann ich besser. Ich habe gerade schön Flug abgerissen, als ich um diese durch diesen einen Hügel durchgeflogen bin. Vor allem, der zeigt mir dann den Hügel nicht mehr an, weil quasi meine Kamera klippt quasi durch den Hügel durch. Und ich habe nicht mehr gesehen, ob mein Flugzeug jetzt nun dran war oder nicht. Und auf einmal flupp, war der Flügel weg. Natürlich ein bisschen blöde. Ja, das ist doof. Ich habe übrigens gerade schon die Bowfighter zerlegt, hänge mich jetzt gerade an eine IL-2, die mich eigentlich locker ausdrehen könnte, aber ursprünglich im Anflug, aber gucken, jetzt stürzt mich von oben drauf. Nächstes. Teamwork! Warum? Keine Ahnung, aber da ist noch eine IL-2. Die andere IL-2 jetzt hin. Da ist irgendwas Japanisches. Da ist noch eine PE-2. Ah, ich bin ein bisschen zu schnell gerade. Ich muss ein bisschen Kurven fliegen. Ach, eine Peschka, ist das eine russische? Ja. Och, Alter, die Flak hier. Leute. Watch your shots. So, ich bin dann auch gleich wieder mit. Ah, die ist down. Start. Sehr gut. New York. Die sind jetzt beide schon down? Wie jetzt? Und ich hab die Peschka oder Peschka da gerade zerschossen. Langweilig. Habe ich den Piloten rausgeknallt. Ihr hättet mir ruhig was übrig lassen können. Ah, oh, sorry. Hm, guck mal, unsere Lieblings B25. Bitchel. Ja, die ist jetzt fällig. Oh, und eine PBY Catalina. Ich will jetzt durch diesen Tunnel hier durchfliegen. Schmackig. Sinnlos, aber ich will da durchfliegen. Ach, ich liebe dieser Map. So geil. Ja. Meine gut, mit einer Thunderbolt macht das jetzt nicht so viel Spaß, weil die Thunderbolt dafür einfach ein bisschen zu. Ja. Ja, das glaube ich. Schwerfällig ist. Eine Hurrikan. Alles klar, let's go. Heinke 112 kommt da gerade rein, glaube ich. Hurrikan wird, glaube ich, schon belatzt. Die 112er fliegt vorbei, aber die Hurricane wird gerade nicht, das sind nur 109er. I16, oh, I16. Ich hab geschossen, ja, ich hab gesehen. Wow! Pass auf, die I16 brennt. Die habe ich dir sicherlich erstmal vom Hintern. Ne, die klemmt noch an dir dran, aber jetzt nicht mehr. Ich mach grad schon Drehungen. Ja, ist die down? Ja, die I16 ist noch irgendwas Feindliches? Oh ja, das ist noch eine La5. Ja, eine 112er und eine 109er sind hier noch unterwegs. Zieh hoch, Alter, zieh hoch! Die 185 und eine LA5. Ja, die LA5 bin ich dran. Me too. Die platzt gerade die Blenheim. Krieg die gerade absolut nicht. Treff die nicht. Treff die gerade auch nicht. Warum jetzt treffe ich sie? Ah, die ist down. Sehr gut. Oh,
Aber Jungs, sind wir oder warst du das? Nee, das war ich jetzt. Du bist leider mir jetzt reingezogen. Ich hab schon extra pausiert, aber. P38 kommt rein. Naja, eine I-185 haben wir auch noch über uns. Oh, verdammt! Ha! Ich bin nicht kaputt, yay. Aber die ist kaputt. Und eine P-39 fliegt da noch. Flugzeug ist arg beschädigt, aber. Passt erstmal. So, die I-185 muss jetzt erstmal leiden. Wenn ich nicht so langsam wäre. Okay, ich habe hier einen Treffer verpasst. Sehe ich sie gerade nicht mehr? Wo sind die? Ach, die sind unter mir. Was ist denn da noch? Eine Spitfire. Ja. Geh mal auf die Spitfire. Wir platzen nämlich gerade unsere Bowfighters. Unsere Bowfighters. Kann ich die jetzt mal treffen? Ich wollte gerade sagen, jetzt hat sie gelitten. Oh, ich muss da nachladen gerade. Ups. Yeah, yeah, jetzt macht sich der Flügel bemerkbar. Oh, kommt sie hoch. Junge, Junge, Mann. Jetzt hab ich ein Problem. Ist Catalina immer noch da? Ich kümmere mich dann erstmal um die Catalina, okay? Ja, ist okay. Ich krieg nicht, ob die. Wow! Verdammt! Ich hab gehofft, sie fliegt um mich drüber, die Typhoon. Aber nein, sie kam direkt mir entgegen. Schade. Echt, die, blöd, wollte, ja. Die wollte mich anscheinend auch abfangen. Naja, egal. So ein Rammer kann ja auch mal sein. Ich gehe mal zu Typhoon in die Luft. Mal sehen. Catalina ist ganz schön langsam dafür, dass ich jetzt mit bald 500 Sachen von hinten angerauscht komme. Ja, bei der Catalina war es aber vor allem, im Geradeausflug. Ja, also das ist halt das, was ich an der Thunderbolt so genial finde. Geradeausflug schaffe ich so einen Speed. Die Catalina kannst du mit allem overspeeden, glaube ich. Außer mit einer Catalina. Klar, aber eben so heftig, ne? Ja, natürlich. So, und jetzt kränke ich ja erstmal ordentlich ein. Sehr gut. Ja, zwei tote Motoren, die wird sowieso nicht lange machen. Da ist eine Henkel 111. Aber klar kriege ich die down, also da brauchst du dir keine Sorgen machen. Die Bordschützen scheinen auch down zu sein. Das Ding ist offensichtlich komplett vorgearbeitet. Versucht wahrscheinlich jetzt noch auf dem Wasser irgendwo notzulanden, aber... Da ist gerade einiges in der Luft. Ups, was war denn das gerade von mir, Alter? Ich glaube, die Catalina geht jetzt gleich runter. Ja, Abschusshilfe aber bloß. Ah ja, gut. Da die nun wirklich schon im Eimer war, kann ich damit leben. Die war quasi pre-cooked. Aber richtig, also... Deswegen sage ich ja, die Motoren waren down, die Bordschützen haben auch nichts mehr gemacht, die war wahrscheinlich echt schon völlig am Ende. Die wollte sicherlich notlanden jetzt auf dem Wasser, aber das konnte sie jetzt ganz vergessen. Du warst quasi Leichenflatterer. Ja, volle Sorte. Bam. Nee, du musst ja quasi so ein Tier vorstellen, was gerade so mit letzter Kraft noch entkommen könnte. Und dann kommt noch irgendeiner vorbei und gibt dir einen Gnadenschuss. Naja. Die Löwinnen haben das, die Beute vorbereitet und der Löwe macht den Todesstoß und frisst es dann. Ja, irgendwie sowas. Da kommt eine PBJ. Natürlich auch ein gutes Ziel. PBJ Otter. Oh, ich muss nachladen, mein MG ist bei 45. Alter, die Typhoon rotzt die aber auch ziemlich schnell raus. Denkst du so hier 2000 noch was Schuss, das reicht eine Weile? Nö. Oh, eine P40. Ach, siehst du die auch gerade? Ja. Fliegt die vor mir weg oder kommt die auf mich zu? Fliegt vor dir weg, ich hab da unten Lack 3 gerade. Ich glaube auch, dass die vor mir wegfliegt. Was eigentlich lustig ist, weil ich mich trotzdem ziemlich schnell nähere. Brennt. Kaputt. Vor allem, ich hab die P4D anvisiert, ne? Du hast sie kaputt gemacht und ich krieg Teamwork. Ja, ich weiß, wir kriegen doch hier dauernd Teamwork. Na, Heinkel 51, bitte? Warte. Oh, eine Lack 3. Flying Torch. Die brennt gerade, ich hab's schon ein paar Mal getroffen, aber die brennt. Ja, jetzt brennt sie. Und du hast sie abgefrühstückt. Penner. Ich hab sie nicht abgefrühstückt. Oh. Ich hab auch bloß Assist gekriegt. Aber ich hab sie in Brand geschossen, wenn's dich beruhigt. Oh, da ist eine PBJ. Ah, okay, die wirst du jetzt auseinanderreißen wahrscheinlich. Naja, unterschätzt sie mal nicht. Das ist ja im Prinzip wie eine B25, aber okay, zwei von zwei Motoren brennen und sehen verdammt mies aus. Ich glaube, die Kiste rauscht gleich in den Berg rein. Ja, das schau ich mir. Und zwar. Nee, jetzt? Sie nee. Nein, jetzt. Übrigens ist da noch eine irgendwas Russisches, frag mich jetzt gerade nicht. Und eine Spitfire. Dreh gerade.
Spitfire hängt sich an dich dran. Nein! Ah, verdammt! Hab's! Ich wollte den Flügel in die andere Richtung drehen, aber nein! Soll ich so 50-50 Chance? In welche Richtung drehe ich meinen Flügel? Ist egal, ich hab's vorher kaputt geschossen. Ja, ja. Da kommt eine Piece 36 im Head-On, hat die sich das überlegt? Wahrscheinlich nicht. Nein! Und noch eine! Na komm! Teamwork, lol. Der hat von hinten angeschossen. Ich visiere jetzt alles auf Sonden einfach mal an, in der vereisen Voraussicht, dass ich dann Teamwork kriege. Oh, ich hab ne Zero hinter mir. Da brauche ich definitiv Hilfe. Sieht aus, als wenn wir der Best Squad machen würden. Oh ja, sieht wirklich danach aus. So, da ist eine Jagd 7, das war das russische. Wobei, warte mal, das ist ein Zero. Eigentlich mit 450 Sachen? Screw it. Ich hab grad irgendwie fehlen mir gerade ein paar Ziele. Da ist ein leichter Panzer, da ist noch irgendwas Fliegendes. Ja, das ist die Zero, die mich angegriffen hatte eigentlich. So, ich habe ihr jetzt einen Treffer verpasst, also Abschusshilfe kriege ich. Ja, die ist down. Oh, eine andere Thunderbolt. Gleich mal ärgern. Da ist eine B25 und eine TBF. Mann, da weiß ich doch, was ich als nächstes angreife. B25 attackiert, getroffen, aber nicht down. Pilot. Ja, Abschusshilfe. So, der Panner. Das war mein Plan. Eine Wellington. Oh, das ist eine Wellington direkt vor mir. Hallöchen. Frühstück. Gerade noch zu schnell, schade. Oh, eine TBF, die kommt direkt auf mich zu. Es kommt direkt auf uns zu. Ja, werde ich die Wellington jetzt langsam mal einholen? Ja, jetzt zieht sie nach oben. Oh, hier geht's ja nur noch geradeaus. Ich glaube, ich muss da mal kurz eine Runde fliegen. Weil ist die Wellington in den Berg reingeflogen? Ja. Läuft durchaus. Super. Wir müssten trotzdem mal irgendwie jetzt hier so langsam aufräumen. Übrigens, ich habe noch kein Flugzeug verloren. Ich würde die Runde gerne mit Unsterblich beenden. Das wäre ein Hochgenuss. Na, hab ich schon. Hab ich schon mal gehabt. Reicht mir. Na, wo sind denn die Landungsboote von denen? Irgendwie muss ja irgendwo mal was sein. Nee, das können auch Zerstörer von denen noch sein. Nee, hier ist ein Panzer. Hier ist ein Panzer. Wir brauchen definitiv Bomben. Aber wenn wir jetzt die Flugzeuge auch runterholen von den Hammers. Das ist ein Flugzeug hier noch. Ich glaube nicht, dass Flugzeuge Punkte bringen. Doch. Die bringen immer Tickets. Also Ticketabzug. Nee, ich bin nicht so sicher. Doch. Ja, doch, du hast recht, schade. Deswegen, da ist so ein leichter Panzer, der müsste definitiv mal weggebombt werden, aber ich habe halt keine Bomben dabei. Ich habe auch noch nicht die Sekundärbewaffnung. Ich glaube, meine Schützen, meine Schüsse reichen auch nicht aus, ne? Nee, reichen nicht. Na, ich habe keine Bomben dabei, weil es keinen Sinn macht. Ich habe den Boden gerammt, ich gehe mit dem Bomber rein, da gucke ich, ob ich den einfach weghaue jetzt. Wäre echt awesome. Ja. Den muss ich ja eventuell wegkriegen. Eine P26. Ernsthaft. Ja, dass die jetzt gerade in kleine Stückchen geschossen wurde, ist ja wohl... Ah, okay, wir haben's. Oh, ich danke. Ich hab Flügelmann bekommen. Überlebenskünstler. Alter, Flügelmann, das hab ich auch. Best Squad. Standard-Dinger. Best Squad und Terror des Himmels, jawohl. Natürlich, immer. Also, wir machen jede Runde mit Best Squad, das ist echt geil. Ja. Und jetzt seht ihr aufploppen, die 5000, bei mir auch gerade. Weil du kriegst doch in der Mitte diesen Forschungspunkte-Bonus für ersten Sieg des Tages, ne? Ja. Bei mir sind diese kleinen Auszeichnungen bis dorthin gestapelt. Flügelmann, die meisten Abschlusshilfen, ey, das ist so eine zweite Preismedaille, weißt du, so, du hast teilgenommen, danke. Was haben wir denn? Ich hab Supporting Fire. Ja, dann habe ich Teamwork. 7-mal logischerweise. So, Bodenrettung, was haben wir hier? Jägerjagd habe ich, dann Mehrfachschlag, Jägerrettung, Windstreak, Air Assist Streak, Überlebenskünstler, Best Squad und Terror des Himmels. Und alles 30 Mal. Genau. Der Windstreak, lustigerweise 7, also mal 7, Windstreak mal 7. Ich habe 9 abgeschossen hintereinander in einem Flugzeug, aber. Keine Ahnung. Es ist okay. Was soll's, nice. Na gut, okay, war doch mal wieder eine nette Runde. Dann würde ich sagen, machen wir gleich mal noch die Aufnahme der Ground Forces im Nachhinein. Und da könnt ihr euch dann auch drauf freuen. Alles klar, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Bis nächstes Mal.